Moskau. Hier beginnt alles in Russland. So auch unsere Reise. Die Stadt steht für Macht und Geld. Für Macht und Geld steht auch er. Sie ist typisch Moskau, Tina Kandelaki. Sportsenderchefin, Fernsehstar. Im Fußballjahr besonders gefragt. Geburtstagsgruß für Eislaufstar Plushenko. Tina Kandelaki hat in dieser Stadt die besten Verbindungen. Die geborene Georgierin gehört hier zur Elite und ist gelegentlich zu Gast im Kreml. Russland sei heute das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, meint sie, besonders für junge Leute. Das ist die Generation Putin, so wie meine Tochter. Sie wählt im März zum ersten Mal. Diese jungen Leute kennen keine Krise, kein Elend, keinen Hunger. Und ich sehe auch, dass in allen Städten Russlands nun Wirtschaftskerne entstehen. Ich weiß, das hört sich an, als ob ich angeheuert wurde, das Land zu loben. Aber ich bin aufrichtig. Es ist wirklich cool. Doch Moskau ist groß und das Land weit. Es gibt Gewinner und Verlierer. Vor 10 Jahren erfuhren wir das auf einer Reise durch Russland. Aber wo stehen Sie nun im Jahr der Präsidentschaftswahl und Fußball-WM? Wir machen uns wieder auf den Weg. Tina Kandelaki verkörpert Sport und Business. Sport ist heute für Russland noch wichtiger als früher. Gesunde Menschen für ein gesundes Land, dafür steht auch der Präsident. Hey, wenn Putin so fit ist, warum nicht auch ich, sagen sich viele. Das ist Leadership. Was der Präsident schafft, kann jeder Sportler schaffen. Im Moskauer Olympiastadion wird im Sommer die Fußball-WM eröffnet. Für Tina Kandelaki ist das mehr als das größte Sportereignis nach Sotschi. Denn Sport eint die Nation und kann Russlands Image in der Welt verbessern. Zur WM kommen viele Menschen und sehen ein neues Russland. Wir müssen sie so beeindrucken, dass sie nicht nur zur WM kommen, sondern auch um das Land zu bereisen. Das ist eine einmalige Chance. Das neue Russland wollen auch wir sehen. Und so reisen wir wie vor 10 Jahren quer durchs Land, 10.000 Kilometer auf der Transkontinentalen. Stationen des ersten Teils: Kasan, Hauptstadt der muslimischen Teilrepublik Tatarstan, die Uralmetropole Jekaterinburg. Wir machen einen Abstecher in die Kleinstadt Irbid, dann weiter in Russlands Ölhauptstadt Tümen. Wir besuchen Russlanddeutsche bei Omsk und Musiker in Novosibirsk. Vor 10 Jahren begann der Film so. In einen Gewehrlauf zu starren, ist nicht lustig. Zhenia weiß das. Zhenia Poljakow fuhr uns damals im Nebenjob. Eigentlich war er Polizist. Das Gewehr und sein Dienstausweis schützten uns, oft auch vor seinen schmiergeldgierigen Kollegen. Heute ist er kein Polizist mehr. Er fährt nun hauptberuflich und holt uns in Moskau ab, ohne sein Gewehr. Während wir die Stadt verlassen, erzählt er warum. Es gibt nun weniger Gewalt, weniger Räubereien an der Transkontinentalen, aber dafür mehr Korruption. Die Banditen stünden nicht an der Straße, sie seien an der Macht. Zhenia ist kein Putin-Fan. Seit dem Ende der ersten Amtszeit von Putin wurde das Land immer korrupter. Es kamen Leute an die Macht, die nur an Schmiergeld interessiert waren. Wenn du da nicht mitmachst, fressen sie dich. Zhenia hat sich lieber selbstständig gemacht. Und an den alten Kollegen vorbei fährt er uns gen Osten.
Es dauert eine ganze Weile, bis die Landschaft weißer wird. Mit dem ersten Schnee sehen wir die ersten Straßenverkäufer. Tante Nina, wie sie sich nennt, verkauft Äpfel. Solche Gartenäpfel schätzt Genia besser als das Zeug aus dem Supermarkt, meint er. Welche Äpfel sind die besten? Das hier sind die besten, die sind schön süß. Sie bekommt 110 Euro Rente im Monat. Früher kamen Aufkäufer für ihre Äpfel, heute sind Kleinproduzenten nicht mehr gefragt. Wir haben damals Gurken gepflanzt in Gewächshäusern, 1500 Quadratmeter groß. Jetzt habe ich nur noch ein kleines für mich selbst. Alle im Dorf bauen nur noch für sich selbst an. Umgerechnet 2 Euro zahlt Genia für den Eimer Äpfel. Tante Nina hofft, dass es heute nicht der einzige Eimer bleibt. Wir kommen nach Kasan, Hauptstadt der islamischen Teilrepublik Tatarstan. Vor 10 Jahren trafen wir den jungen Imam Ilna Hasrat Sinatulin in Russlands ältester Moschee und begleiteten ihn an seine Koranschule. Damals berichteten wir: Einige Jahre lang kam das Geld aus der arabischen Welt. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 drehte der Kreml diesen Geldhahn zu. Inzwischen unterstützen Türken ihre Glaubensbrüder in Kasan. Und heute finanziert Russland selbst die Koranschulen. Die Muslime sind dem Staat zu wichtig, als dass man das anderen überlässt. Auch weil sie immer mehr werden, wie der Imam schon damals erklärte. Die Russen bekommen oft nur ein Kind oder gar keines. Bei uns ist das anders. Je mehr Kinder, desto besser. So können wir uns in aller Ruhe entwickeln, indem wir die Zahl der Muslime vermehren und uns damit größere Geltung verschaffen. Imam Hasrat Sinatulin hat heute seine eigene Moschee im Holzhaus eines Freizeitparks. Es herrscht Moscheemangel in Kasan, denn die Zahl der Gläubigen nimmt weiter zu. In Tatarstan leben die Religionen friedlich zusammen. Kirche und Moschee stehen nebeneinander im Kasaner Kreml. Doch anderswo in Russland, so erzählt der Imam, verschlechtern sich die Beziehungen zu Muslimen. Die Leute kennen den Islam nicht. Und wenn ein Mensch in die Moschee geht, bekommen andere gleich Angst, so als ob er etwas Schlimmes vorhätte. Was soll die Regierung Russlands tun? Was soll Putin tun? Man muss die Propaganda vermindern. Wenn man so viel von Terrorismus und Extremismus redet, bekommen die Leute Angst. Doch zu nah sollten sich die Religionen auch nicht kommen. Der Imam meint, gemischte Ehen könnten nicht funktionieren. Genau dafür bohrt Igor Ascheulov ein Loch in die Wand. Denn weil er, der Christ, Alfia, eine muslimische Tatarin, heiratete und mit ihr 6 Söhne bekam, schickte ihm der tatarische Präsident einen Dankesbrief. Es gibt nur einen Gott, lehrt Igor seine Kinder, aber verschiedene Wege zu ihm. Ihre Ehe funktioniert. Vor 20 bis 30 Jahren hat man innerhalb seiner Gruppe geheiratet. Heute ist das anders. Heute gibt es mehr gemischte Ehen als vor 10 Jahren? Das ist Teil der Globalisierung. Wir vereinen uns immer mehr. Im Übrigen hat die Genetik das Sprichwort bestätigt: Wenn man an einem Russen kratzt, kommt ein Tatare zum Vorschein. Igor Ascheulov kam vor 5 Jahren nach Kasan, um eine Judo-Schule zu betreiben. Er kann sich vor Nachfrage kaum retten.
Elvira Kosirova bringt ihren Jungen auch her und erklärt mir, warum Judo so populär ist. Sie zeigen Putin im Fernsehen beim Judo. Das bewundert der Junge. So wie man Kinostars oder große Sportler bewundert, sie eifern Putin nach. Welcher Junge möchte nicht Präsident oder General werden? Sport und Politik gehören zusammen, meint Igor. Es ist nur konsequent, dass der Staat mehr Geld für den Sport ausgibt. Die Sicherheitsorgane brauchen gesunde Kräfte mit kämpferischem Geist. Es gibt ja so einen Auftrag. Aber der Staat will auch, dass seine Bürger gesund und fit sind. Über Doping haben wir übrigens nicht geredet. Auf dem Weg nach Jekaterinburg kommen wir in das Uralgebirge, Grenze zwischen Europa und Asien. Hier liegt Katavka. Wie lebt es sich zwischen diesen Welten, fragen wir uns. So wie schon immer scheint es. Wasseranschluss jedenfalls haben die meisten Häuser nicht. Pavel hat hier immer gelebt und sieht es natürlich anders. Die Rente sei zwar klein, aber pünktlich. Ihm geht's besser als früher, seinem Dorf aber nicht. Hier wohnen weniger Leute als früher. Die Jungen ziehen weg, weil es hier nur Gelegenheitsjobs gibt, keine richtige Arbeit. Ja, dafür muss man in die Stadt. Stadtmenschen kaufen nun manche Häuser für ihr Wochenende, ihre Satellitenschüsseln nach Westen gerichtet. Wir erreichen Jekaterinburg. Die Stadt ist in 10 Jahren noch mal gewachsen. Zhenia ist hier zu Hause und Stammkunde in dieser Autowäsche. Es wird von Hand gewaschen. Der Dreck russischer Straßen, sagen sie, gehe sonst nicht ab. Zhenia hat noch weitere Busse. Einer macht ihm Probleme. Er muss selbst Hand anlegen. Das kriegt er hin. Mehr Sorgen macht ihm, ob sein kleines Transportunternehmen überhaupt überlebt. Seit letztem Jahr müssen wir mehr Steuern für Büroflächen zahlen. In Jekaterinburg gab es einen Fall, da war es sogar 27 Mal mehr als früher. Viele kleinere Unternehmen schließen, weil es sich nicht mehr lohnt. Übrig bleiben dann nur die Großen. Dem Staat ist das recht, meine ich, weil es für sie leichter ist, ein paar große Unternehmer zu führen, als viele kleine Selbstständige, so wie ich es bin. Die Staatsspitze zeigt mehr Präsenz in der Fläche. Jekaterinburg hat nun auch einen Präsidentenpalast. Strahlend schön und friedlich präsentiert sich die Stadt an diesem Tag. Und gerade hier erleben wir ein anderes Russland bei Gericht. Svetlana Ladanova ist für diesen Prozess 400 Kilometer gefahren. Denn diese Männer haben im Gefängnis ein Erpressungssystem aufgebaut. Ihr Sohn Anton konnte die umgerechnet 80 Euro pro Monat nicht zahlen und wurde totgeprügelt. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Sie haben ihn von Anfang an erpresst. Es ging um 5.000 Rubel pro Monat. Er sagte, es sei für eine bedingte Freigabe. Wir wussten nicht, dass es ums Überleben ging. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Haus verkauft. Ich hätte alles gemacht. An diesem Tag werden 3 Häftlinge und ein stellvertretender Direktor verurteilt für ein System der Folter und Erpressung hinter Gittern. Beweismittel: diese Videos. Um sich solche Partys und andere Freiheiten bei der Gefängnisleitung zu erkaufen, erpressten sie Geld von Mithäftlingen.
Sie folterten sie und filmten das, um Neuankömmlinge im Gefängnis damit einzuschüchtern. Die Videos gelangten an Alexei Sokolow, der sie veröffentlichte, und so kam es zum Prozess. Auf der Anklagebank sitzen nur sehr wenige Verantwortliche. Nur diejenigen, die folterten und organisierten. Der stellvertretende Gefängnisdirektor ist nur ein Bauernopfer. Aber nicht er hat das System erfunden. Das ist nicht sein Know-how. Dahinter stehen ganz andere Leute. In Uniform. 3 bis 6 Jahre bekommen die Männer. Svetlana reicht das nicht. In vielen russischen Gefängnissen existiert ein ähnliches System. Sie könnten wahrscheinlich weiter foltern. Man hat ihnen zu wenig gegeben. Lebenslänglich hätten sie verdient. Wird ein solcher Prozess etwas ändern? Nein, da sind ganz hohe Tiere involviert. Nichts ändert sich. Aber warum denn nicht? So ist das System. Es geht nur darum, sich die Taschen mit Geld zu füllen. Sie gehen zurück in ihr Gefängnis in Jekaterinburg, gleich neben dem Stadion. Dort, wo im Sommer das Fußballfest gefeiert wird. Wir fahren ab von unserer Hauptroute nach Irbit. Wir wollen sehen, wie das Leben abseits der großen Transkontinentale ist. Und wir treffen dort auf einen Nachfahren deutscher Ingenieure. Was heute als Uralmotorrad durch die Stadt knattert, kam mit der Wehrmacht nach Russland. Die Rote Armee ließ die BMW-Maschine in Irbit nachbauen, weil sie robust und wendig war. Was uns heute aber nicht vor der Polizeikontrolle bewahrt. Kameramann Marco hat ohne Helm gefilmt. Das kostet umgerechnet 15 Euro. Da hilft es auch nicht, dass Zhenia seinen alten Dienstausweis vorzeigt. Der Passagier, der im Beiwagen des Ural fährt, hatte keinen Helm auf, während er die Proletarskaja-Straße entlang fuhr. Deshalb haben wir ihn angehalten. Der Fahrer muss 1.000 Rubel Strafe zahlen, denn der Beifahrer muss immer einen Helm tragen. Unser Uralfahrer Sergej arbeitet für die Fabrik. Er hat das Motorrad gerade einem Härtetest in der Mongolei unterzogen. Alles gut bestanden, erzählt der Entwicklungsdirektor Viktor Osintsev. Das russische Motorrad mit deutschen Vorfahren hat heute amerikanische Eigner und lebt vor allem vom Export. Wenn du Irbit sagst, kennt das keiner. Aber wenn man Ural sagt, dann, oh, das kennen wir. Dabei ist die Fabrik nur noch ein Schatten ihrer selbst. Zu Sowjetzeiten arbeiteten hier knapp 10.000 Mann am Band. Heute schrauben 150 in Handarbeit 6 Motorräder täglich zusammen. Und viele Teile kommen aus dem Ausland. Als Mensch finde ich das schade, als Ingenieur gut, denn es sind gute Teile. Ich bin für Qualität. Egal, woher sie kommt? Wir sollten es selbst machen, wenn wir es können. Aber zurzeit ist das noch nicht der Fall. Früher sah man viele Ural in Russland. Heute ist es eher ein Spaß für Reiche. Das spürt die Stadt. Doch man spürt auch Bemühungen, an alte, gute Zeiten wieder anzuknüpfen. Ein altes Bürgerhaus hat man renoviert, aber mehr außen als innen, wie die Hoftoilette zeigt. Vera Petrovna wohnt hier mit Hund Betty. Sie ist seit Ende der Sowjetunion Eigentümerin der Einzimmerwohnung. Für einen Wasseranschluss reichte das Geld, für Abwasser nicht.
Die Toilette ist draußen. Aber wir sind das alles gewohnt. Unser Bezirk ist sehr alt. Das Haus wurde 1827 gebaut. Sie ist stolz auf ihre Stadt, die schön, aber etwas verfallen ist. Als ich danach frage, was die Behörden für den Erhalt der Häuser tun, sagt sie plötzlich: Haben Sie eigentlich eine Genehmigung, mich zu fragen? Was meinen Sie mit einer Genehmigung? Für das Filmen hier? Meinen Sie damit meine Akkreditierung? Wollen Sie die sehen? Sonst drücken mir die Behörden noch auf die Pelle und fragen, was erzählen Sie da? Sie betont dann noch, dass sie sehr zufrieden sei mit ihrer Wohnung und mit der altbewährten Art, sie warm zu halten. Wir beschweren uns nicht. Was es gibt, das gibt's. Wir fahren noch am gleichen Tag zurück zur Hauptroute. Einiges ist anders als vor 10 Jahren. Die Straßen sind besser und voller. Aber auf 5000 Kilometern sehen wir nur diesen einen Unfall. Manches aber ist wie immer. Am besten man isst hier Schaschlik, sagt Zhenya. Da sieht man, ob es frisch ist. Außerdem bleibt immer etwas übrig für die Hunde, die er so liebt. Manches hier verstehen wir nur, weil er es uns erklärt. Zum Beispiel diese Tauschtankstelle. Hier zapfen Fahrer Sprit aus ihren LKWs ab und verkaufen ihn. Ein Zubrot am Chef vorbei. Oder diese Typen, denen ist nicht etwa kalt, sie bieten etwas an. Sie verkaufen Hotelquittungen für Dienstreisende. So kannst du Geld machen. Man wohnt in einem billigen Hotel und legt dem Arbeitgeber die Quittungen für ein teures vor. Die Verkäufer bekommen 10% oder so. Zhenya meint, die Leute bekämen halt zu wenig bezahlt. Und außerdem? Das ist noch die Mentalität aus Sowjetzeiten. Alles gehörte damals dem Staat, er hat den Bürgern alles weggenommen. Und auf diese Art versuchte man etwas zurückzubekommen. Was auch anders ist als früher, die Tankstellen. Moderner, zuverlässiger, aber auch teurer. Aus Zhenyas Blickwinkel versteht sich. Das kostet jetzt bis zu 35 Rubel, das sind umgerechnet 50 Cent. Ist das billig für Sie? Für uns ist das teuer. Das Öl ist auf dem Weltmarkt billiger. Der Staat braucht aber Geld. Deswegen muss er uns nun den Sprit teurer verkaufen. Wie wichtig Öl für Russland ist, merkt man an unserer nächsten Station, Tjumen. Die älteste Stadt Sibiriens ist gespickt mit den Türmen der Ölindustrie. Russlands Ölhauptstadt zieht junge Leute an. Sie leben von dem Öl, das weiter nördlich gefördert wird. Vor 10 Jahren durften wir dort noch drehen. Damals ein Joint Venture mit der britischen BP. Dass eine Firma aus dem Westen am Allerheiligsten Russlands teilhaben darf, ist bemerkenswert. Denn Russlands Regierung möchte das Geschäft mit dem Öl am liebsten allein kontrollieren. Heute tut sie das. Diese Bohrlöcher gehören nun dem Staatskonzern Rosneft. Und der sagte uns einen neuerlichen Drehtermin kurzfristig ab. Wir trösten uns mit einem Besuch in Tjumens populärsten Nachtclub Maximilians. Es ist Freitagabend. Zeit zu feiern nach einer harten Arbeitswoche. Das Maximilians bietet dafür das, was man sich in Sibirien als bayerische Gemütlichkeit vorstellt. Oh.
Dmitri Gursky kommt gern her, um Freunde zu treffen. Er arbeitet auch in der Rohstoffindustrie, wie er sagt. Am Wochenende kann ich nicht groß feiern. Denn wir arbeiten 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und Samstag ist der härteste Arbeitstag. Denn sein Rohstoff ist vor allem nach solchen Nächten gefragt. Thermalwasser. Fast 40 Grad warm, die Luft drumherum, um den Gefrierpunkt. Ein Zufallsfund von Bodenschatz. Statt Öl fanden sie mancherorts warmes Wasser in der Tiefe. Das ist eine Euphorie, ich kann es nicht beschreiben. Aber es ist ganz anders als die durch Alkohol. Das ist einfach super. Meine alten Gelenke tun mir weh und das Wasser tut gut. Wir kommen einmal pro Woche her. Als Dmitri Gursky vor ein paar Jahren Geschäftsführer wurde, nannte er das Bad Sowjetski. Nichts gegen postsowjetische Zeiten, aber das Altbekannte habe ja auch was für sich. Sowjetunion, das bedeutete früher Einheit der Völker und Erschwinglichkeit. Was wir in dieser heißen Quelle noch hinzugefügt haben, ist guter Service. Aber die Erschwinglichkeit bleibt. Für Rentner ist es sehr günstig. 140 Rubel, das sind ca. 2 Euro. Für ein Thermalbad ist das wenig. Das Einfache hat eben seinen Reiz. Picknick im Schnee, warum nicht? Denn draußen ist es eindeutig schöner als drin. Die Straße kann schon mal langweilig werden. Doch dann gibt es immer wieder Überraschungen. Nicht nur wir finden Kamele in Sibirien sehr eigenartig. Sie sind Teil einer Viehherde, die Tabriz Alachjarow gehört. Die Kamele stammen aus der Mongolei, erklärt er uns. Sie sind Kälte und Trockenheit gewohnt. Ich halte sie für die Seele, einfach weil ich Lust drauf habe. Ich bin eben ein Viehzüchter. Aber sind sie profitabel? Nein, sie bringen mir nichts. Ich halte sie nur für ihre Schönheit. Er lädt uns ein zu sich nach Hause. In seinem Dorf ist er der letzte Landwirt. Und er selbst ist gar nicht von hier. Aus Liebe zu seiner Frau Olga blieb er hier hängen, so erzählt er. Sie ist Russlanddeutsche, er stammt aus Aserbaidschan, Multikulti in Sibirien. Nach 20 Jahren hier sei er schon ganz sibirisch, meint er und zeigt sein Bärenfell. Aber er ist weiterhin Muslim. Heute störe das keinen. Dank Präsident Putin sind die Probleme verschwunden. Wie hat er das hingekriegt? Weil er es schlau und gut gemacht hat. Früher, so vor 15 Jahren, konnte es passieren, dass die Leute sagten, hui, das ist kein Russe, raus aus unserem Land. Jetzt nicht mehr. Für Tabriz Alachjarow geht's aufwärts. Mit umgerechnet rund 40.000 Euro unterstützt der Staat seine Rinderzucht. Und nun auch noch der Klimawandel. Besser kann's nicht gehen. Früher haben wir die Rinder schon ab 10. Oktober in den Stall geholt und mussten zufüttern. Das ist teuer. Jetzt sind sie einen Monat länger auf der Weide und es gibt viel Gras. Sie merken also den Klimawandel? Ja, natürlich. Uns hier hilft der Klimawandel. Wenn das so weitergeht, werde ich hier Bananen und Aprikosen anbauen.
Abgesehen von Bananen ist Tabriz Alakhyarov fast autark und bester Laune. Ein guter Preis für seine Jungbullen ist ihm sicher, denn Russland bannt zurzeit EU-Lebensmittel. Landwirtschaft ist nun sogar in Sibirien ein gutes Geschäft. In der Nähe der Millionenstadt Omsk liegt Asowo, das uns in vertrauter Sprache begrüßt. Seit 1992 ist Asowo offiziell das Gebiet der Russlanddeutschen. Aus Deutschland kam Hilfe für Straßen und Gebäude. Früher hatte knapp die Hälfte der Menschen hier deutsche Vorfahren. Doch viele verließen das Gebiet. An der Schule mit Deutsch-Schwerpunkt treffen wir Nikita, der Russe ist, aber das Deutsche liebt. Fast alle sind weggefahren, leider. Und so. Ich habe gehört, es wären aber auch einige zurückgekommen. Ja, aber es sind diese Teile, die Menschen, die zum Beispiel die Sprache nicht gelernt haben oder haben keine Arbeit gefunden. So. Denis Kozlov ist ein Heimkehrer. Doch bei ihm liegt die Sache ganz anders. 10 Jahre war er in Deutschland, er spricht die Sprache und verdiente als Fernfahrer um die 2000 Euro im Monat. Heute sind es rund 100 Euro. Und doch wollten er und seine Frau Olga zurück, der Söhne wegen. Denn in Deutschland wuchsen die nicht so auf, wie es sich Olga und Denis vorstellten. Weil ich habe 2 Junge, ich wollte, dass es Männer so sein. In Deutschland, das ist keine Chance. Meinen Sie, ja? Bisschen schwierig. Ja? Erzählen Sie mal, warum? Weil macht nichts. Sitzen zu Hause ist mit dem Computer. Die Erziehung ein bisschen anders als in Russland. Ja. Deswegen. Vor 1,5 Jahren kehrten die Kozlovs zurück und Politik, so sagen sie, spielte dabei keine Rolle. Die Schule hier sei einfach besser für ihre Jungs. Alle Schüler müssen auf die Lehrer hören. So genau, die sollen sagen, hören. Sie sagen, sitzen und ruhig. Ja. Grenze. Ja. Und da in Deutschland gibt es sowas nicht. Das habe ich gemerkt. Die Lehrerin, ich habe es selber gesehen, ja. Die Lehrerin sitzt und wartet, alle Kinder müssen ruhig sein. Sie selber macht das nicht, nie. Eigentlich wollte Erik, der Ältere, nicht weg aus Deutschland. Aber er hatte Schulprobleme. Er sollte sogar auf eine Sonderschule, erzählt die Mutter. Jetzt schreibt er gute Noten und vermisst die deutschen Schulkameraden überhaupt nicht mehr. Die haben mich immer geschlagen, genervt, das alles. Warum? Ich weiß nicht. Die haben gesagt, dass ich nicht so ein bin wie sie. Ich bin ein Russe. Die haben immer blöde Wörter auf mich gesagt, haben mich immer geschlagen und ich habe sie geschlagen. Sicher kann man auch in Deutschland gut leben, sagt Olga. Und sicher hat auch Russland seine Nachteile. Aber hier habe die Familie mehr Eigenständigkeit und eine andere Art von Freiheit, die besonders ihr Mann in Deutschland kaum hatte. Um 6 Uhr aufstehen? Und um 6 Uhr nach Hause gekommen. 2 Stunden essen und um 9 Uhr muss schlafen. So, wie gesagt. Dann keine Zeit. Nee. Und jetzt? Jetzt hat Zeit für das alles. Was Männer in Russland mit ihrer Zeit machen, erleben wir ein Stück weiter. Eisangeln ist Männersache. Tolgat Maxjutow geht es nicht darum, was er fängt. Das Vergnügen bestehe darin, hier zu sitzen, meint er. Und das macht er häufig. Ich komme nicht nur sonntags. Ich bin Rentner, 60 Jahre alt. Ich kann jederzeit kommen. Was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat, frage ich ihn.
in seinem Dorf wenig, erzählt er. Aber man bekomme jetzt mehr mit über das Fernsehen und das Radio. Was hört er da über Deutschland? Ich mache mir Sorgen um die Deutschen. Die vielen Flüchtlinge aus Afrika und woher sonst noch. Und ich weiß nicht, ob das gut endet. Das sind ja Millionen, die da nach Deutschland kommen. Aber das ist ja ein Problem, das nicht nur die Deutschen haben. In der ganzen Welt gibt es Flüchtlinge. Was soll man tun? Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Politiker. Es ist friedlich hier wie eh und je. Und doch bleiben sie nicht unberührt von den Veränderungen der Welt. Wir sind bald am Ziel, Novosibirsk. Wir reden über unsere Erlebnisse. Die meisten Menschen zeigten sich uns gegenüber zufrieden. Zhenia ist es nicht. Natürlich seien Russlands Straßen, Autos, das Leben insgesamt besser, aber das liege am Ölreichtum. Und davon bekämen die Menschen immer weniger ab. Die Leute glauben, sie leben gut, aber sie verstehen nicht, dass vieles schon auf Pump finanziert ist, mit Kreditkarten. Ich fürchte, es gibt keine guten Perspektiven. Die wirtschaftliche Lage wird sich verschlechtern. Und im politischen Sinne, ich rechne mit mehr Druck von oben, weniger Freiheiten. Vor 10 Jahren war die Brücke über den Ob noch im Bau. Jetzt geht es gar nicht mehr ohne sie. Novosibirsk ist seitdem weiter gewachsen. Die Menschen ziehen her für Arbeit und Ausbildung. Das war schon vor 10 Jahren so. Damals trafen wir Alexei Ljechkov, der am Konservatorium Geige studierte und mit seiner Familie in einem Wohnheim wohnte. Alexeis Mutter Lena will, dass ihr Junge groß rauskommt. Sie widmet ihr Leben der Karriere des Sohnes, gab ihren Beruf als Lehrerin auf. Die Familie zog aus der Provinz nach Novosibirsk. Das ist nun schon 12 Jahre her. Ich träume davon, in einem anderen Land zu leben, einem schönen Land, in dem es wärmer ist als hier, in dem es besser ist. Ich will mehr, als mir hier geboten wird. Damals zeigte Lena offen die unhaltbaren Zustände in ihrem Wohnheim. Das hier ist unser Waschraum. Die Bedingungen, das sehen Sie ja selbst, sind schlecht. Kostja, mein Mann, hat versucht, das irgendwie zu reparieren, aber das Wasser läuft trotzdem. Das Schlimmste ist der Schimmelpilz da oben in der Ecke. Daniel, mein zweiter Sohn, bekam Asthma davon. Der kleine Daniel von damals ist nun erwachsen und lebt mit Mutter Lena in einer eigenen Wohnung. Sie ist inzwischen Witwe. Der große Sohn ist im Ausland. Unser Film von damals ist daran nicht ganz unschuldig. Eine deutsche Familie hat den Film gesehen. Und dann haben sie uns eingeladen. Mich und meine beiden Söhne. Und seit 10 Jahren helfen sie Alexei und uns. Wir sind uns so nah, wie Verwandte. Sie sind für mich wie Mutter und Vater. Alexeis Karriere in Deutschland nahm dank ihnen Fahrt auf, sodass Lena ihn heute in Dortmund in einer Probenpause erreicht. Wie waren die letzten 10 Jahre für ihn, frage ich. 10 Jahren war es mein Traum, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Insofern ja, das Schicksal hat es gewollt, dass sich mein Traum erfüllt. Natürlich bleibt die Heimat immer die Heimat.
Aber der Beruf des Musikers bedeutet ja immer auch Reisen. Aber sag doch, willst du hier zurück? Als Gast gern. In das heruntergekommene Wohnheim von damals geht Daniel nur, um seine Freundin zu besuchen. Xenia studiert Musik, so wie er auch. Sie ist Pianistin, er Geiger. Beide wollen Karriere in Russland machen. Sogar wenn ich in Deutschland bin, sehne ich mich nach Novosibirsk, nach Frost. Und gibt es denn hier alle Möglichkeiten einer guten Karriere? Ich denke ja, aber das ist meine Meinung. Es gibt wenige, die so denken. Wie sind denn die Gehälter für Musiker jetzt? Reicht es? Es reicht zum Leben, Essen, Wohnen und das war's. Immerhin hat der Staat nun Geld ausgegeben für das Wohnheim. Gern zeigt er uns den renovierten Waschraum. Das sind die neuen Duschkabinen. Die gab es damals nicht. Früher war da oben der Schimmel. Aber als Daniel weg ist, entdecken wir auf einer anderen Etage dies. Das Geld hat wohl nicht gereicht oder gingen andere Taschen. Inzwischen redet niemand mehr darüber vor der Kamera. In Novosibirsk hat Musik immer noch einen hohen Stellenwert. Das Konzert in Jenas Musikschule am Abend ist proppevoll. Daniel unterrichtet hier Geigenanfänger, seine Mutter Lena Klavier. Ihr Leben ist heute leichter als vor 10 Jahren, sagt Lena. Wird sie das in 10 Jahren wieder sagen? Natürlich hoffe ich, dass das Leben immer besser wird. Aber es gibt Licht und Schatten überall. Man muss sich anstrengen, es besser zu machen. Und man muss an das Gute glauben. Auf unserer Reise wird uns bisher das Gute schnell gezeigt, das Schlechte oft verschwiegen. Es gibt in Russland viele Meinungen. Immer weniger Menschen äußern sie frei. Das hat sich in 10 Jahren verändert. Ein Selfie zur Erinnerung, denn die Hälfte der Strecke ist geschafft. Doch wie weit reicht der lange Arm Moskaus? Was bringt der Osten? Was bringt die Straße noch?